So, jetzt fangen wir mal mit dem zweiten Teil des Gebäudes an, beziehungsweise mit dem zweiten Teil des Quick-Tip-Tutorials. Und ich habe mir überlegt, wir machen jetzt hier ein bisschen mehr Platz für eine Tür, damit das ein bisschen stimmiger aussieht. Und dafür schieben wir jetzt einfach, ich drücke Alt Z für den X-Ray-Mode, markiere mir hier alles. Vorsichtshalber nochmal Plus, also Steuerung Plus, Steuerung Minus, damit hier auch wirklich alles mit dabei ist. Und jetzt im Mirror Modifier sichergehen, dass ich hier Clipping aktiviert habe und dann kann ich das Ganze ein bisschen nach links schieben mit G und Y. Schieb mir das Ganze ein bisschen nach links auf der Y-Achse um 10 cm. Mein Ziel ist es halt, jedes Fenster um 10 cm nach links zu schieben. G und Y. Hier, Komma 1. Es geht, glaube ich, auch, dass man so G, Y und dann minus 0,1 eingibt und dann macht er dasselbe. Dann sparen wir uns das Rumgeklicke hier. Okay, jetzt haben wir hier in der Mitte ein bisschen mehr Platz. Das ist schon sehr gut. Falls ihr noch so Details hinzufügen wollt, wie Fensterbänke oder sowas, macht es Sinn, das jetzt zu machen, weil dann müsst ihr es nur 6 Mal machen und nicht 6, 12, 24 Mal. Was auch gehen würde, man schneidet sich ein Fenster aus, bearbeitet das komplett fertig und setzt das dann, nutzt einen Array-Mod, um sich das hier zu spiegeln. Das würde natürlich auch gehen, aber ja, ich schweife mal wieder ab. Okay, jetzt machen wir erstmal weiter. Wir aktivieren bzw. applyen den Mirror-Mod und jetzt können wir hier munter drin bearbeiten, drücken Alt und Z, sind wieder im normalen Modus, nicht mehr im X-Ray-Modus und jetzt sagen wir hier, wir markieren uns mit dem Edge-Select-Mode. Alt-Taste gedrückt, hier auf die Edge drauf, die ganze Edge und verbreitern uns die mit Steuerung B, mit dem Bevel-Tool auf, ja, das ist jetzt, also Bevel gibt immer an, um wie viele Zentimeter, das wären jetzt 69 Zentimeter nach rechts und nach links, also insgesamt fast 1,40 Meter, das ist ziemlich breit. Sagen wir mal, die Türbreite soll 1 Meter, vielleicht 1,10 Meter sein, also machen wir mal 55. Und das ist eine ganz gute Türbreite. Für die Türhöhe würde ich sagen, die meisten Häuser haben ja immer eine kleine Stufe, wie wir hier auch haben. Das sollte man hier dann auch hinzufügen, falls es regnet, dass das Wasser nicht direkt da reinläuft, falls der Weg später nicht ordentlich Gefälle hat. Ups. Ja. Okay, jetzt fügen wir eine Tür hinzu, klicken uns das hier an. Ich drücke Shift und H, damit nur der Bereich hier bearbeitet wird, weil ich den Loop Cut, den ich jetzt mache, brauche ich nur hier. Steuerung R, ziehe mir den hier runter, drücke wieder Alt und H, damit wieder alles sichtbar ist. Gucke mal, welche Höhe das hier hat. Das sind in dem Fall auf Item, Global, 8 cm. Na gut, ich kann mir den genauen Wert kopieren hier und dann so und so. Genau, jetzt haben wir hier genau denselben Wert. Dann sind die Türen auch gleich hoch. Genau, klicke mir das jetzt hier an und drücke mit E, schiebe das mit E nach innen, auch um 20 cm. Ich hätte das natürlich eingeben können, aber ich vergesse auch immer gerne selbst, was ich so predige. Okay, jetzt haben wir hier den Rahmen, beziehungsweise nicht den Rahmen, den Rahmen machen wir jetzt. Wir drücken einmal I, fertigen einen kleinen Rahmen, ganz minimal, und dann nutzen wir das hier schon als Türblatt, drücken E, um das Ganze ein bisschen zu extrudieren, so auf 5 cm. Und können das jetzt noch ein bisschen runterscalen, damit die Tür ein bisschen spitz zuläuft. So. Und hier in der Mitte, hier oben in der Mitte, würde ich sagen, machen wir so ein kleines Glasfenster. Einmal I für Inset, S und Y, dass wir nur auf der Y-Achse runterscalen. Und jetzt wieder E, das Ganze ein bisschen reinscalen. Die Tür ist 5 cm dick, beziehungsweise kommt 5 cm nach außen, geht 5 cm nach innen, das heißt, sie ist 10 cm dick. Ich glaube, das ist eine ganz gute Stärke für eine solide Wohnungstür oder Haustür. Und hier gehen wir dann mal 4 cm mit der Glasscheibe rein. Dann haben wir noch circa 2 cm Platz oder so. Dann könnte die Scheibe rein theoretisch 2 cm dick sein. Huch. So, jetzt nehme ich das noch ein bisschen runter. Face Select Mode, klicke hier oben das Face. G und Z, schiebe mir das ein bisschen runter. Ich gucke mir das aus der X-Ansicht an und denke mir, ja, das sieht ganz stimmig aus. Face Select Mode bin ich noch, klicke mir das spätere Fenster an, scale mir das auch ein bisschen runter. Ich sehe aber, dass das nicht ganz parallel ist, also nicht ganz proportional ist, also die Seiten und hier oben und unten. Deswegen scale ich jetzt nochmal in der Z-Achse nach oben, bis mir das optisch gefällt.
Theoretisch könnte man jetzt auch noch hier mit der Bevel-Funktion Steuerung B sagen. Hier kommt dann noch die Silikonfuge hin, die schwarze. Nochmal ein neues Material erstellen und ich mache es jetzt einfach. Okay, ich erstelle zwei neue Materials. Das für die Silikonfuge. New. Silikonfuge könnte man theoretisch dann auch bei den Fenstern noch erstellen, aber das ist mir jetzt erst eingefallen, deswegen machen wir es nicht. Okay, Assign das Glas. Steuerung plus plus plus. Ne, reicht. Okay, also ich gebe meistens immer noch mal einmal mehr. Ich gebe immer noch ein Steuerung plus drauf, um sicher zu gehen, dass ich alles habe. Und wenn ich sehe, okay, der Bereich, der jetzt ausgewählt ist, ist zu viel, einmal Steuerung minus und man hat wieder den davor ausgewählten Bereich. Okay, jetzt habe ich nur das Türblatt ausgewählt und wähle hier auch das Rahmen Material aus. Und jetzt haben wir hier die Tür im selben Ton. Wenn ihr einen anderen Farbton wollt, neues Material und gut. Jetzt erstellen wir hier noch fix eine Tür, einen Türknauf. Alles ganz low poly, 0,1 10 cm. Scalen ist ein bisschen hoch auf, keine Ahnung, müsste ich gucken. Steuerung A, All Transforms, dann haben wir die Maße. 24 cm hoch, 10 cm breit. Ich denke mal, das ist. Ja, ich glaube, es müsste ein bisschen schmaler sein. Ich drücke die Komma-Taste und jetzt bin ich hier wieder schön auf dem Dings zentriert, auf dem Kollegen, den wir hier bearbeiten. Scale den auf der X-Achse zusammen. So, ja. Dann wähle ich im Edge Select Mode nur die Edges aus. Ups, falsche Edge, die weg. Wir machen das Ganze ein bisschen rund hier. So. So, ja, das ist okay so. Zack. Dazu dann noch, wir bleiben gleich hier und machen auch noch eine Klinke dran, beziehungsweise einen Knauf. Außen haben die Türen ja meistens nur einen Knauf. 0,1. Der Radius wieder, ich bin wieder drauf reingefallen. Aber auch 10 cm, 5 cm. Ach, natürlich. Quatsch. So. Es ist auch viel zu dünn. Machen wir mal ruhig. Machen wir mal ruhig. So dick. 0,01. Rotieren uns das Ganze auf der Y-Achse um 90 Grad. Und jetzt können wir sagen, ja gut, 32 Vertices ist ein bisschen sehr viel. Da würden wahrscheinlich 12 massig reichen. Das wird man eh nie sehen. So, extrudieren uns das hier im Face Select Mode. Alt auf die Edge, damit wir den ganzen Ring auswählen. Extrudieren uns das, aber nicht einfach mit der E-Taste, sondern, macht man mal rückgängig, mit der Alt- und E-Taste und dann hier auf Extrude Along Normals. Dann macht er nämlich dasselbe, was ich immer mache mit E und S. Dann sparen wir uns nämlich einen Arbeitsschritt, weil. Man lernt nämlich nie aus. Und weil ich das gelernt habe, lernt ihr das jetzt auch. Jetzt davon, dass ihr euch die Scheiße anguckt. Okay, Steuerung R. Machen wir auch nochmal einen Loop Cut rein. Den vergrößere ich mir noch ein bisschen. Und dann haben wir hier so ein. Ich mache nochmal einen Loop Cut, dass das ein bisschen runder wird. Dann haben wir hier so einen Knauf. Der Knauf sieht ein bisschen falsch aus, weil er viel zu klein ist. Das macht aber nichts. L, G, Z. S zum Scalen und G und X, um den noch ein bisschen rauszuziehen. Und jetzt sieht er aus wie ein Knauf, ne? Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch ein Schlüsselloch einfügen. Machen wir einfach mal Add Mesh Zylinder. Drehen uns den auch auf der Y-Achse um 90 Grad. Zentrieren uns mit der Komma-Taste da drauf. Edge Object, nein, Edit Mode. So. Die wähle ich aus, extrudiere mir die nach unten und ja, jetzt muss ich den mittig vom. Also, wenn ich mehr Zeit hätte und ich hier nicht gerade ein Tutorial machen würde, würde ich natürlich ein bisschen genauer arbeiten. Aber ihr wollt ja im Grunde nur die Basics lernen und wenn ihr die Basics drauf habt, könnt ihr euch ja so viel Mühe geben, wie ihr wollt. So, jetzt nutze ich hier den Boolean Tool. In der Difference Operation ziehe mir den Zylinder ab, apply mir das, den Zylinder hier entferne ich mir und jetzt haben wir hier ein wunderschönes Loch. Hier haben wir hier natürlich einen Shading-Fehler, weil der ist wahrscheinlich noch nicht im Auto-Smooth. Ja, genau, jetzt ist er im Auto-Smooth und jetzt sieht es schön aus. Okay.
Ich gehe mal in den X-Ray-Mode und sehe, mit Alt ziehe ich mir jetzt mal den ganzen Rahmen hier. So, das ziehe ich mir jetzt wieder ein bisschen nach vorne mit G und X. So. Sogar noch ein ganzes Stück. Zweimal G drücken geht auch. Ne, dann verzerrt er mir alles G und X. So. Ups, den darf ich nicht mitnehmen. G und X. So. Dann machen wir hier noch. Obwohl, das war gar nicht dumm. Das war gar nicht dumm, merke ich gerade. G und X. Ziehen wir das ein bisschen nach vorne, weil ich glaube, die Schlösser gucken meistens sogar ein Stückchen weiter nach vorne. Also ist das gar nicht so falsch. Und wenn ich jetzt sage, das alles kriegt ein neues Material, das habe ich ja schon erstellt hier. Ne, habe ich nicht. Ach so, weil das nicht mit zur Tür gehört. Noch nicht. Das gehört gleich mit zur Tür. So. Ach nee, die Tür ist ja auch das ganze Gebäude. Das muss ich ja später alles noch separieren. Okay, dann haue ich das jetzt einfach mit zum ganzen Gebäude und kann jetzt sagen, dieses ganze Ding hier kriegt das Metall-Material. Metall. Metall 001. Nein, Metall. Ja, er hat hier das Metall-Material noch aus der vorherigen, aus meinem vorherigen Durchlauf drin. So, Assign. Und jetzt haben wir hier so ein schönes Metallteil. Kann man dann auch ein UV für erstellen und hier noch ein schönes Schloss drauf malen. Kein X-Ray für mich, bitte. Ich joine mir das mal hier und ziehe mir das auf der X-Achse nach vorne. G und Z ein bisschen nach unten. Kopiere mir eben den X-Wert von hier, weil ich habe hier vorhin aus Versehen was gejoint und schon wieder gejoint, weil ich habe hier oben nämlich immer noch Auto-Merge drin und das nervt manchmal brutal. Aber man lernt ja nie aus und irgendwann werde ich es bestimmt auch mal raffen und es ausmachen. Okay, jetzt lösche ich mir die hier unten einfach raus, die Faces, die über sind, die brauche ich nämlich gar nicht mehr. Edges meine ich, nicht Faces. Was ist mit ihm hier? Der kann eigentlich auch weg. X, so, nein, warum? Warum nicht? Okay, da waren halt anscheinend sehr viele aufeinander. Ist ja auch egal. Okay, hier sehen wir, ist immer noch so ein kleiner Fehler drin. Okay. Okay, egal. 3 für den Face Select Mode. Hier kommt ein Fenster rein. Halt E, extrudieren um 20 cm. Inset für einen kleinen Rahmen. Inset, extrudieren. Extrudieren um minimal, ich weiß gar nicht, was ich da mal genommen habe, ich glaube, das war immer noch Gefühl 2 cm. Kommt das hin? Ja, könnte hinkommen. Wie gesagt, wenn ihr präzise arbeiten wolltet, solltet ihr euch immer die Maße merken. Aber jetzt für unser Vorhaben hier kann man relativ grob arbeiten. Außerdem arbeiten Handwerker auch immer ziemlich grob und jeder, der schon mal irgendwie so ein älteres Haus renoviert hat, der weiß, da ist alles krumm und schief. Und das ist auch gut so. So, Rahmen, Assign und Glas, Assign. So, jetzt haben wir hier nämlich das Treppenhaus. Das Treppenhaus hat Licht und ja, von da aus können sie überall in die einzelnen Wohnungen. So stelle ich mir das dann vor. Okay, jetzt werden wir das Ganze noch unwrappen, indem wir ein paar Edges ziehen. Erstmal gehe ich wieder an den normalen. Wenn man die W-Taste drückt, dann switcht man nämlich immer zwischen den Auswahlmodi und das nervt immer tierisch. So, hier ziehen wir eine Seam. Dann wählen wir, mein Ziel ist es, die komplette Putzstruktur auszuwählen, außer die hier innen. Die will ich erstmal noch nicht mit reinnehmen, weil, ihr seht gleich warum. Also wählen wir jetzt den Rahmen aus, ja, den Rahmen, nicht das Gebäude. Und Steuerung plus, halt, stopp, ich habe wieder da drüben was vergessen. Weil wenn hier noch was ausgewählt ist, ich gehe auch erst in den Face Select Mode, das ist das Wichtigste. Ich wähle den Rahmen aus, drücke Steuerung plus, plus. Und jetzt habe ich hier überall die Rahmen mit drin. Und wenn ich jetzt Steuerung I drücke, dann habe ich die komplette Außenfassade drin, ohne die Laibungen hier.
Die will ich nämlich noch nicht mit unwrappen. Jetzt drücke ich U, drücke Unwrap und sollte hier eigentlich eine wunderschöne... Warum zeigt er mir jetzt hier alles an? Das ist ganz schön frech. Hä, wieso denn? Ah, okay. Ich habe es vergessen. Den Kollegen hier, den wollen wir nicht mit reinnehmen. Okay, so. R und 90. G und Z. Nein, G und Y, weil hier ist Y die Z-Achse und V die X oder Y, je nach Ansicht. Und Y runter hier auf den 2D-Cursor und jetzt scalen wir uns das Ganze hoch bis in die Unendlichkeit. So, entweder so oder wenn ihr eine niedrig auflösende Textur nehmen wollt, könnt ihr es sogar nochmal Scale 2 nochmal verdoppeln. Dann könnt ihr mit einer niedrig auflösenden Textur auch ein schönes Ergebnis erzielen. Okay, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wieso hat der denn hier überhaupt mitgenommen? Ach so, ja, weil der ist nicht verbunden mit der Tür, mit dem Türrahmen, deswegen bei Steuerung Plus wird ja immer nur das Anliegende ausgewählt, das halt auch wirklich verbunden ist mit dem Objekt, mit dem Mesh. Und wenn wir jetzt sagen Shading und wählen für dieses Gebäude hier Putz, da habe ich die abgespeichert. Also wenn ihr die Sachen runterladet, am besten immer gleich in einen vernünftigen Ordner tun. Ich bin hier im, ja, ich bin im Metall-Material, das ist super. Ich muss ins Gebäude-Material, ziehe mir jetzt hier die Putztextur drauf und die habe ich jetzt. Der Balkon ist noch nicht richtig mit geunwrapped, aber jetzt sehen wir hier schon mal, okay, das passt alles soweit, das sieht sehr gut aus. Die Normal noch. Auf die Normal, Add Vector Normal Map, dazwischen klatschen und die Roughness. Ach ne, das war die Albedo. Okay, ich habe die Roughness als Albedo genommen. Sah aber auch nicht schlecht aus. So, und jetzt haben wir hier unsere wunderschöne Putzstruktur. Es glänzt natürlich wieder alles in Blender, aber beim einmal exportieren und wieder importieren ist alles wieder schön. So, jetzt wollen wir natürlich noch die Fensterleibung haben. Und das kriegen wir hin, indem wir sagen, ich gehe wieder auf Rahmen, Select, drücke Plus, Plus, jetzt habe ich die nämlich mit drin und sage jetzt Rahmen, Deselect und Glas Deselect. Und jetzt haben wir hier die ganzen Rahmen drin. Und jetzt kann ich wieder sagen, U, und dann mache ich einfach Smart UV Project. Okay, das setzen wir uns jetzt hier einfach, ups, bei UV Editing, ja, im Grunde können wir uns das setzen, wie wir wollen. Das sollte keinen großen Unterschied machen. Und dann haben die hier schon... Achso, man sollte natürlich auch die Scale dann anpassen. So. Die sollte natürlich dann auch so groß sein. Müssen wir halt schauen, wie es stimmig aussieht. Ja, also, das sieht gut aus. Damit das irgendwie zueinander passt hier. Das passt sehr gut. Okay, dasselbe kann man natürlich auch noch für den Dings machen. Ich probiere es mal mit Smart UV Project. Und das Ganze dann upscalen. Nicht den Balkon upscalen, sondern die UV upscalen. Die UV, also das, der Balkon würde normalerweise eine andere Textur kriegen. Wir gehen jetzt mal davon aus, die hatten nicht viel Geld hier für das Haus und haben sich gedacht, wir machen einfach einen Betonbalkon mit demselben Putz wie alles andere. Und auch für den Boden und für alles. Das Dach am besten auch. Ja. Aber im Grunde so steht das Haus hat eine UV und dasselbe Prozedere wie beim Haus machen wir jetzt noch schnell beim Dach, weil wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich schneide einfach irgendwas raus, dann wird es kürzer. Okay, jetzt wähle ich mit Alt und Shift diesen Bereich aus. Ach, perfekt. Und alle Kanten, die ich als Seam haben möchte, wähle ich jetzt aus. Zack. Und zack. Und das sollte jetzt eigentlich passen. Ich hoffe es. Ja, das müsste so hinhauen. Okay, jetzt sage ich Rechtsklick, Mark Seam. Gehe in den Object Mode, apply mir den Mirror Mod. Und jetzt drücke ich A, U, Smart UV Project. Okay. Und habe jetzt hoffentlich... Ach Quatsch, nicht Smart UV. Ich habe ja extra die Seams gezogen. Auf Unwrap. Und jetzt habe ich hier aufgeteilt einmal den unteren Teil des Daches. Den kann man theoretisch auf ein separates Material machen, wenn man da Holz drunter packen will oder sowas. Das ist ja auch realistisch. Aber
Wir machen das jetzt erstmal nicht, weil wir wollen es ja, wie gesagt, simpel halten. So, das nehmen wir dann erstmal raus. Ach Quatsch. So, und das testen wir jetzt erstmal. Wir hauen jetzt erstmal schnell eine Textur drauf. So, das Dach kriegt die Dachtextur. Die habe ich auch so genannt, hoffe ich. Ja, habe ich. Ich habe das falsche Objekt angewählt. Das erklärt dann. So, jetzt haben wir hier schon mal die Roughness drauf. Und die Normal haben wir auch schon mal drauf. Ist das wunderschön. Es sieht aus, als ob es geschneit hätte und wir hätten gigantische Ziegeln. Vektor, Normal Map, zack. Und das müssen wir jetzt natürlich noch anpassen in dem UV. In der UV. Das Ganze drehen wir um 90 Grad. Schieben uns das hier wieder hoch. Ich habe mit der Steuerungstaste das einrasten lassen. Ich weiß nicht, ob das gepasst hat. Natürlich nicht. Dann ziehe ich es nochmal ein Stück höher. Und vergrößere mir das jetzt wieder um ein Vielfaches, bis es stimmig aussieht. Und bis, das sollte auch hier oben dann passen. Also die Ziegeln sollten, ja, ungefähr so. Genau, so. So gefällt mir das einigermaßen. So, das sieht auch ganz gut aus. Hier vorne, das lassen wir erstmal so, da kommt eh später eine Regenrinne vor. Ich weiß nicht, ob wir das im Tutorial jetzt auch noch machen. Vielleicht im nächsten Teil, weil wir sind jetzt schon bei 23 Minuten. Bei 25 Minuten mache ich Schluss. Egal, was passiert. So, Shading, jetzt haben wir noch die Albedo drauf. Und dann sind wir soweit auch fertig und haben ein Haus, das nach einem Haus aussieht. Und hier vorne ist sogar eine Tür. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Teil kümmern wir uns da darum, dass man das Haus betreten kann. Und was kann man noch machen? Ja, vielleicht noch die Regenrinne. Das ist eigentlich, sollte eigentlich schnell gehen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ja, viel Spaß.